Der Burgsee mit Drohnenaufnahmen. Wir starten unsere Tour den Burgsee entlang. Die Burg Lockenhaus kann besichtigt werden. Der Burgseedamm, über den wir gleich fahren werden. Zuerst rechts über den Damm zum Burgberg. Dann links weiter. Links über das Brücklein nach Lockenhaus. Rechts in die erste Straße einbiegen. Uphill auf den Geschriebenstein. Hier kommen schon welche den Hetrail herunter. Auf dem Geschriebenstein steht eine Warte mit 3 Etagen. Hier befindet sich auch ein großer Rastplatz. Der Head Trail.
Bald biegen wir links in den Betiani Trail ab. Dies ist ein leichter Trail mit ein paar möglichen roten und schwarzen Varianten. Bei Forststraßenquerungen darf man den Weg nicht verlieren. Warntafel, Achtung! Die einzige schwere Stelle enthält links davon einen Chicken Trail. Chicken Trail. Der Trail wird durch eine Passage über eine Forststraße unterbrochen. Bald wird der Trail dafür umso schöner fortgesetzt. Links die schwarze Variante. Ich bin gerade blau weitergefahren. Nimmt man die linke Spur, erspart man sich ein paar Meter bergauf.
Zum Schluss geht's auch noch durch dichten Bewuchs. Ein Hohlweg schließt die Tour ab. Weinberge und Naturpark. Spitzabzweigung in die Weinberge. Nach der Geschwindigkeitsstrecke über die Grenze nach Ungarn. Es geht an typischen ungarischen Bahnhöfen vorbei. Durch den Naturpark unterhalb des Geschriebensteins. Im Naturpark muss man an einer markierten Stelle spitz nach Wellheim abzweigen. Bald danach geht es rechts in einen Hohlweg. Wellem. Der Weg nach Köschek, Günz.
Erreicht man die Autostraße, biegt man in diese links ein. Richtung Kösche gibt es noch eine unübersichtliche Abzweigung in einen Waldweg. Das ist da. Köstcheck. Güns. Eine Eisdiele liegt direkt auf der Route durch die Altstadt. Am Hauptplatz führt die Straße verlassen und gerade in die Gasse zum Stadttor fahren. Durch das schöne Stadttor passieren wir die Stadtmauer. Die St. Jakob-Kirche. Bei einer weiteren Kirche müssen wir links abbiegen. Fahrt durch den Liebinger Wald. Radweg zur Grenzstation nach Österreich. Auf der Forstautobahn die markante Löffelkurve durch den Liebinger Wald. Nach einem Hochstand liegt links der idyllische Löschteich.
die Rotes Kreuz Strecke. Beim Erreichen der großen Vorstraße links in die Rotes Kreuz Strecke. Die Strecke hat ein schönes Gefälle. Fahrt entlang der Güns. Schöne Wälder erstrecken sich neben der Güns. Beim Fahrverbot für Autos geht es hinauf. Wir queren die Güns ein letztes Mal und erreichen den Burgsee.